Sie verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 106, Vers 20. Und Psalm 106 ist ein großer Lobpreis der Taten Gottes, des Wirkens Gottes in der Geschichte seines Volkes. Am Anfang heißt es, wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Und die Antwort ist natürlich niemand, weil Gott immer noch größer ist. Aber der Beter versucht es trotzdem und zählt viele der großen Taten Gottes auf. Vor allem beim Auszug aus Ägypten, vielen Wunder, die Gott getan hat, aber auch wie Menschen sich immer wieder von ihm abgewandt haben. Und hier verweist er auf die Episode mit dem goldenen Kalb. Zur Erinnerung, Mose war gerade auf dem Berg, hat das Gesetz von Gott empfangen und die Offenbarung. Und in der Abwesenheit machen die Leute Druck und sagen, was ist eigentlich jetzt aus diesem Typen geworden? Und schließlich lässt Aaron sich hinreißen, sich Gold zu geben zu lassen und daraus ein goldenes Stierbild zu machen. Der Autor von Exodus nennt das dann spöttisch das goldene Kalb. Erinnert sicherlich an die großen Stierbilder, die in Ägypten verehrt wurden, und sagt, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Also die große Selbstvorstellung Gottes wendet Aaron dann auf dieses Bild. Und der Psalmbeter sagt, die Herrlichkeit des Gottes haben sie eingetauscht, verwandelt in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Was für eine Tragik. Und für die Beteiligten endet das auch tragisch. Und wir sehen hier irgendwo eine Spur, die im Menschen drin ist. Wir möchten es gerne gegenständlich haben. Das Konzept eines unsichtbaren Gottes ist doch schwierig. Und Menschen haben sich dann immer wieder Dinge gesucht, Objekte, Menschen, Tiere, an die sie sich gehängt haben. Und es gibt auch eine ganze Tradition von dem, was die Bibel dann Götzendienst nennt. Da richtet Mose in der Wüste das Bild einer Schlange auf als sozusagen Fokuspunkt für den Glauben der Leute. Und die, die auf die Schlange sehen, werden geheilt. Das ist ein Bild auch auf Jesus am Kreuz. Aber dann, Jahrhunderte später, taucht diese Bronzeschlange wieder auf und wurde dann inzwischen angebetet von Israeliten. Sie haben einen Gott draus gebaut. Und wir beten vielleicht keine Bronzeschlangen an, aber manchmal hängen wir unser Herz an bestimmte Erfahrungen. So hat Gott gehandelt. Oder nur wenn ich da hinfahre, kann Gott wirklich wirken. Das ist dann je nachdem, wie man geprägt ist. Kann das eine große Konferenz sein, eine Wallfahrtskapelle, eine bestimmte Person, die mir in der Vergangenheit geholfen hat, von der ich jetzt alle Hilfe erwarte, statt von dem Gott, der durch diese Person wirkt. Und das ist so tragisch, weil wir da oft ein reales Wirken Gottes haben, aber Menschen sich dann nicht an diesen Gott hängen, sondern an die Begleitumstände, an ja, sozusagen die Rahmenhandlung, an die Personen, die Gott eben gerade gebraucht hat, die Instrumente. Und wir haben in Psalm 104 gesehen, es ist, ja, Gott achtet seine Schöpfung, er ist begeistert selber von seiner Schöpfung und wir sollten es auch sein. Aber wir sollten niemals diese Schöpfung verwechseln mit ihrem Schöpfer. Ja, du kannst vor einem Berg stehen und staunen über die Majestät und im besten Falle führt dich das in die Anbetung dessen, der diesen Berg gemacht hat. Und im schlimmsten Fall fängst du an, den Berg selber anzubeten. Lass uns auf den schauen, der diese wunderbare Schöpfung gemacht hat. Lass uns auf den schauen, der wunderbar wirkt in der Geschichte durch die unterschiedlichsten Menschen und Umstände und Situationen und Einrichtungen. Aber lass uns nicht beides verwechseln. Denn Gott allein verdient die Ehre. Und Herr, wir beten dich an, weil du herrlich bist, weil du groß bist. Und du kennst unser Herz und du siehst, wo wir versucht sind, uns an Menschen zu hängen, an Orte, an Gegenstände, an bestimmte Erfahrungen, an bestimmte Methoden. Und Herr, wir kehren um zu dir und wir beten auch, zieh du unser Herz immer wieder hin zu dir, dass wir dich allein suchen, dass wir dich allein ehren. Amen.